Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Technomancer, dem eigentlich letzten Part vor der Staffelpause, aber ich habe noch ein bisschen was mir anders überlegt. Nächste Woche wird es nochmal weitergehen, oder jetzt ab morgen, ab Freitag sozusagen, wird es nochmal weitergehen mit Technomancer, und zwar bis zum 14. Und ab dem 15. bis dann eben eine ganze Woche, ganz normal, weil freitags beginnt ja eigentlich immer die neue Staffel von dem Projekt. Also vom 15. bis zum 24. geht es dann weiter mit Creedfall. Am Anfang war mal angedacht, dass es quasi hier jetzt durchgehend, ich glaube dann bis zum 18. oder 19. oder sowas, mit Technomancer weitergeht. Jetzt habe ich aber gedacht, komm, teile ich das quasi auf, mache jetzt hier erstmal Technomancer ein bisschen länger und fange dafür schon mit Creedfall ein bisschen früher an. Bevor es dann eben in 2 Wochen, 3 Wochen dann weitergeht, also ich glaube dann ab dem 25. kommt dann wieder Technomancer und dann wieder eine Woche und dann kommt in der nächsten Woche Creedfall. Also so wechseln sich ja diese beiden Spiele ab. Für nähere Informationen und wie das ganze Staffelsystem funktioniert, habe ich euch in die Kommentare, in die Beschreibung nochmal den Link zum Uploadplan ganz nach oben gepackt und ein Erklärvideo. Allerdings ist da noch in dem Erklärvideo noch sozusagen die alte Variante des Upload-Plans drin, ohne mit dieser Creedfall-Verschiebung. Ich habe auch in meinem letzten Creedfall-Video, das auch heute kommt, vor der Staffelpause sozusagen, hat eben auch gesagt, ja, dann bis in quasi 2 Wochen oder so, was jetzt ja nicht ganz stimmt, oder bis in einer Woche oder irgendwie so, bis in einer Woche habe ich gesagt. Aber das stimmt ja in dem Fall jetzt nicht. Ich habe das nochmal geändert, finde das so ein bisschen besser. Wir gehen heute, ich hatte ein paar Tage Aufnahmepause gerade dazwischen. Wir gehen jetzt heute hier, 2 Tage glaube ich, wir gehen heute nach Ophir zurück. Da haben wir nämlich ein paar Aufgaben zu erledigen, nachdem wir ja letztes Mal ein paar Sachen über Scott erfahren haben, die sehr, sehr bewegend waren und sehr schockierend auch. So wie es aussieht, hat er seinen Freund quasi umgebracht, sein Auto beschädigt, sein Rover und so weiter und so fort, den Vater von Emilia, was ja schon echt ein ganz schön harter Tobak ist. Und genau, wir haben letztes Mal sind wir da zurück ins Mutantental, da hatten wir dann quasi die Hauptquest beendet mit den Verbündeten sammeln. Das wollte ich aber nicht, weil wir wollen auch natürlich mal bei der Armee und bei den Warriors noch nachfragen. Das mit dem Generator, da möchte ich mal noch ein bisschen abwarten auf eure Meinung so ein bisschen, ob wir das machen sollen oder nicht. Ich hoffe, ich kriege eure Meinung, bevor ich hier quasi mich entscheiden muss, ob wir das machen wollen oder nicht. Genau, also quasi für das Mutantental von einem Teil vom Generator aus Noctis und aus Ophir klauen. Den aus Ophir werde ich auf jeden Fall stehlen. Das aus Noctis, je nachdem, was ihr so sagt. Genau, ansonsten ja, muss ich sagen, das neue Semester geht ja jetzt seit einer Woche, also es ist gerade Dienstag, wenn ich dieses Video hier aufnehme. Und es ist wirklich, wirklich brutal viel wieder los dieses Semester. Viel zu tun, Projektarbeiten und so weiter und so fort. Vorlesungen und ja, leider auch. Das ist hier, dieses Teil hier, oder? Offensichtlich, ja. Und leider auch irgendwie so ein paar andere Sachen. Weil ich wollte eigentlich dieses Semester Mathe-Tutor werden, also ein Tutor erklärt quasi den Leuten unten in einem Semester drunter oder auch mehrere Semester drunter nochmal ein paar Vorlesungsinhalte. Und das wollte ich dieses Semester eigentlich in Mathe machen, beziehungsweise mache ich auch. Genauer gesagt in Analysis. Ja, das wollte ich auch machen. Jetzt habe ich aber Montagabends, wenn das immer ist, auch eine Vorlesung. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre so eine 0815, ich lerne es halt mal auswendig Vorlesung. Jetzt macht man ja ganz viele Gruppenarbeiten und so weiter. Und deshalb, und so Projektarbeit und so, weshalb ich da jetzt alle möglichen Leute glücklich machen muss. Ich muss den Professor, also den Dozenten glücklich machen, ich muss meine Gruppenmitglieder glücklich machen. Ich muss quasi die diese Tutoren-Sache organisiert glücklich machen. Ich muss die anderen Tutoren glücklich machen und so weiter und so fort. Und irgendwie selber sollte ich ja auch noch ein bisschen glücklich bei der ganzen Sache sein. Allerdings habe ich richtig Bock auf diese Tutoren-Sache.
Weniger wegen dem finanziellen Aspekt, weil ein bisschen Geld kriegt man da halt dann auch noch. Sondern mehr halt, weil ich echt richtig, ich habe da irgendwie Bock drauf, ja, dieses Semester. Hab da irgendwie, weiß ich nicht, will es irgendwie machen. Es hat mir letztes Semester schon Spaß gemacht, quasi meinen. Sind eigentlich eher so Lerngruppen, die jetzt so institutionalisiert sind, also an einem festen Tag einfach sind. Und man kann auch den Tutor was fragen und so, aber ich habe letztes Semester da sehr, sehr gerne meinen Kommilitonen quasi geholfen immer. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, da jetzt Tutor zu werden, dann möchte ich das auch machen. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich ein bisschen drüber rede. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Ich denke halt, während wir hier so ein bisschen kämpfen, ist das vielleicht mal eine ganz interessante Sache. Weil diese Kämpfe hier, die kennen wir ja eigentlich schon zu Genüge, gell? Allerdings kriegen meine Verbündeten hier gerade ganz schön die Fresse poliert. Oh ja. Muss ich mich vielleicht doch mal ein bisschen konzentrieren. Oh, der schießt wieder. Auf jeden Fall ist es halt wieder der normale Studienwahnsinn. So wie man es halt eben leider kennt, so manchmal, dass es nicht so läuft, wie man sich es eigentlich denkt. Vor allem, weil dieses Semester echt ein bisschen stressig ist. Aua, scheiße. Okay, Heilpotion hat funktioniert. Unser Heiltrank hier, oder unsere Heilspritze. Aua. Also irgendwie sind die Gegner härter geworden, oder mehr geworden auch. Da gucken wir mal, ob wir jetzt von hinten hier rankommen. Ich muss auch noch wieder meine Rüstung mal wieder aktivieren. Die habe ich ein bisschen vernachlässigt. Gerade in dem Kampf, und die hätte ich echt brauchen können. Ich habe gedacht, der Kampf wäre kein Problem, aber offensichtlich doch. Ich habe übrigens die Viecher da vorhin mit Absicht nicht gelootet, weil da hat man halt eh immer dieselbe Scheiße drin. Deshalb habe ich da mal nichts gelootet. Ich habe in der Aufnahmepause, war ich übrigens noch schlafen eine Runde. Also sowohl in Wirklichkeit als auch im Spiel. Und ich habe noch unser eines Schild, das wir im letzten Part gefunden haben, verbessert. Kann es euch mal ganz kurz zeigen. Wo haben wir es hier? Dieses Elite-Schild hatte ja 20 Schadensbonus, jetzt hat es 25, also plus 5. Und es hat auch bei Chance auf kritischen Treffer ist es 3% besser. Widerstand gegen Unterbrechung 1% besser und konstantes Parieren 2% besser. Deswegen habe ich mich für dieses hier entschieden. Das geht nicht. Genau. Genau, ja, und das ist halt eben so ein bisschen die Sache. Beim Studium manchmal gibt es irgendwie so viele Sachen, die miteinander kollidieren können und so weiter, dass es echt sehr schade ist manchmal. Überfluss haben wir jetzt einen Ruf weniger, das ist mir relativ egal. Repariere die Brunnenpumpe, haben wir jetzt als Aufgabe, okay. Wo geht's denn hier hin? Börse. Liza Major. Ah, hier müssen wir doch eh raus, wenn wir Eliza fragen wollen. Ja, ja, das ist ja perfekt, dann sind wir ja gleich schon auf dem richtigen Weg. Genau, ja, vielleicht kennt ihr es ja auch so vom Studium oder so. Egal, ob ihr aktuell am Studieren seid. Ach, man musste nur das Teil entweder aus Noctis oder von hier stehlen. Ja, umso einfacher. Cool. Captain, good to see you. Wir fragen erstmal nach Informationen über Scotts Sohn. Really need some information about Scott Seeker's son. Like, what happened to him after he got arrested? You know how monitored we are, Zachariah? What do you want? I go poking around, we could find ourselves fired. Or worse, for a mutant? Wir versuchen sie zu überreden. Whatever we find isn't gonna bother anyone today, but it could bring some peace to the people who never stopped loving or wondering what happened to the boy. The more I learn about it, the more complicated it gets. I'm just trying to bring some peace, Captain. Just look into some dusty files. No one's gonna care. All right. Hope you're right, Zachariah. Okay, super cool. I'll dig into the archives, but it'll take some time. Tomorrow would be the earliest. Okay. Tomorrow it is. Thank you. I'll come back then. Okay, wir müssen tatsächlich morgen wiederkommen. Captain, good to see you. Wir fragen jetzt nach dem Bündnis mit der Armee. I know this will sound crazy, but I need your help. The armies. I
think I've come up with a way to turn the assembly against Victor. But for it to work, I'm gonna need allies. It's not crazy, Zack. He's out of control. Okay, gut, ich glaube, sie hilft uns auch. Sehr schön. The army always remembers a good soldier's loyalty. Sure as hell can't help you officially, but we'll do anything we can for you under the table. Perfekt. Mit meinem Captain habe ich freigeschalten, also wahrscheinlich hier, dass die uns eben auch hilft. 11 Stunden 35 müssen wir jetzt noch irgendwie uns andersweitig beschäftigen, bevor wir zurück zu ihr können. Das werden wir natürlich machen. Ich denke, wir werden dann halt eben mal in die Slums gehen. Quests oder so gibt es ja hier jetzt dann keine neuen. Wir gehen in die Slums, reden da mit Anton Rogue. Und je nachdem, ich hoffe, er hilft uns auch. Wäre ja sehr stark, ja, wenn wir hier quasi alle einen könnten für die gute Sache sozusagen. Kampf gegen Victor, die sind sehr, sehr netten Zeitgenossen. Und dann schauen wir mal. Wenigstens sind die Gegner jetzt hier nicht respawned, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Börse würden wir hier rüberkommen, Slums würden wir hier rüberkommen. Das heißt, hier hoch, oder? Ja, ja. Ja, dadurch und dann geradeaus da lang. Ich glaube, hier kommen noch mal ein paar Gegner. Und ja, ich muss ja sogar sagen, dieses ganze, dieses Semester mit dem Tutorat und so, da geht es mir nicht mal unbedingt, wie gesagt, so um das Geld, sondern weil ich da einfach auf, das ist eine Sache, worauf ich einfach mal Bock habe, ja. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja manchmal echt ein fauler Typ, ja. Und manchmal habe ich so ein bisschen, da brauche ich ein bisschen Motivation oder so. Manchmal muss ich mich zu Themen aufraffen oder zu Sachen. Aber wenn ich mal Bock auf was habe, so richtig Bock auf was, und es dann mir quasi irgendwie so schwer gemacht wird, finde ich das schon zum Kotzen. Ja, das finde ich dann schon ein bisschen anstrengend irgendwie. Und deswegen hoffe ich, dass einfach alle Seiten so ein bisschen flexibel sind. Und das dann irgendwie machbar ist, ja. Ich meine, ich gehe ja nicht irgendwie chillen oder so in der Zeit, sondern ich tue ja was an für andere Studenten, ja. Ja. Ich hoffe, jetzt beschwert sich keiner, dass ich nicht Studierende sage, aber ich werde hier nicht anfangen zu gendern, das tue ich einfach nicht. Ich meine mit Studenten sowohl männliche als auch weibliche Studenten und Studentinnen, ja. Aber ich bin... Ich verwende das Neutrum, ja. Nicht solche komischen Gender-Dinger da. Naja. Jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Aber dazu stehe ich. So, wir können den hier gleich in den Rücken fallen. Höhö. Machen wir das tatsächlich mal, dass wir hier so uns... Und jetzt machen wir einen Tarnangriff. Ah ja, okay. Machen wenigstens ein bisschen Schaden damit. Weiß nicht, ob es mehr Schaden gemacht hätte, wenn wir ihm einfach unseren Streitkolben in den Rücken gehauen hätten. Aber ich finde es halt auch eine interessante Idee, Art das Spiel zu spielen, wenn man mehr auf so Stealth noch geht und so. Ich finde es halt auch nicht so uninteressant. Wie gesagt, wenn ich jetzt häufiger mal Rollenspiele mache auf dem Kanal, versuche ich auch unterschiedliche Handhabungen. Ja, ich meine, in Creedfall gehe ich ja schon ein bisschen mehr auf Schütze und so weiter. Okay, hier gibt es offensichtlich also stellenweise auch dieses Problem wie in Creedfall, dass wenn man zu weit weg geht, so ein Kampf aufhört. Finde ich ja ein bisschen nervig, aber hier ist nicht ganz so schlimm, finde ich, wie in Creedfall. Weil Creedfall auch viel mehr so ums Ausweichen geht. Ich finde, hier ist das gar nicht so extrem. Gut, wir blocken ja auch viel. Mit anderen Klassen würde man auch mehr ausweichen und so. Und keine Ahnung, ich kann mir auch mal gut vorstellen, wenn ich irgendwann mal wieder ein anderes Rollenspiel mache, dass man dann mal vielleicht in Richtung Magier geht oder in Richtung Bogenschütze mal oder irgendwie sowas. Wobei, immerhin, ich gehe so ein bisschen in Richtung... wie heißt es noch gleich, in Richtung, ja, genau, auch, so ein bisschen in Richtung Dings gehe ich ja in letzter Zeit in Creedfall, so in Richtung Schütze und so,
mit Fallen und mehr auf Gewehr und so weiter und so fort, beziehungsweise Pistole. Ach, da sind noch mehr von denen. Hallo, Freunde. Also schon ein bisschen eine andere Herangehensweise, wobei natürlich Schwert-Schild ja in Creedfall eh gar nicht möglich ist. Weil da gibt es ja keine Schilde. Genau. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit unserem Build, so langsam aber sicher. Also mit unserem... ja, quasi Einhänder und... Sind die jetzt auch raus aus dem Bereich oder was? Das ist mir ja noch nie so oft passiert wie heute in diesem Part. Was ist denn das? Aber wir haben es ja wenigstens nicht sofort wieder volles Leben wie in Creedfall. Da finde ich das doch ein bisschen störend von Zeit zu Zeit. Ja, in Creedfall ist ja gar nicht so wirklich möglich, muss man ja sagen. Dass man ja... da kann man ja gar nicht so richtig auf Schwert-Schild geben, da es ja keine Schilde gibt, gell? Das wollte ich sagen, sorry Leute, wenn ich gerade ein bisschen verwirrt bin manchmal. So. Also, wir gucken mal. Ich warte übrigens gerade noch, weil ja am Freitag, also morgen geht's quasi ja, also wenn ihr dieses Video seht, geht's ja los mit Schlacht um Mittelerde. Ich hoffe, das wird auch was. Weil ich aktuell... You really want that asshole Victor to fall, don't you? Alright. I mean, I don't really care what tactics we use, but I doubt everyone's gonna feel that way. I mean, holy shit, I bet Nisha's gonna blow a fucking fuse. Okay. Was hat Nisha für ein Problem damit? Ja, weil bisher, ich habe ganz vergessen, dass ich das Spiel hier gar nicht in meiner Wohnung habe, musste meine Eltern fragen und die haben es mir jetzt per Post geschickt, beziehungsweise sie sind dabei. Und jetzt hoffe ich, dass es noch vor Freitag, so dass ich noch aufnehmen kann, kommt. Das wäre dann natürlich wichtig, ja. Ja, wir reden mal mit Anton Rogue. Aber wartet mal ganz kurz. Ich möchte davor mal ganz kurz nicht, dass es da irgendeinen Scheiß gibt, noch einen Quicksave machen. Weil unter allen Umständen möchte ich das nicht, aber ich meine, ein Bündnis vorschlagen, das ist immer so relativ. Then you better keep looking, Mr. Mancer. Unfortunately, the allies you've already made aren't folks I consider or want as my own. Goodbye. So. Ja, dann hat sich dieses Problem schon mal erledigt. Anton Rogue will nicht, der hat keinen Bock auf uns. Weiß jetzt gar nicht, ob ich das so schlimm finden soll, um ehrlich zu sein. Ah, noch 7 Stunden nur noch. Wir gehen hier wieder zurück und gehen dann in Richtung Arena. Genau, aber ich finde es ja ganz cool, dass sich das Problem quasi mit Noctis auch erledigt hat und diesen Teil dieses Teil für die Turbine, das wir stehlen sollen. Bin ja echt ganz froh drüber. So, dann gehen wir mal hier rüber. Gehen hier zum... ja, in die Arena. So. Gut, dann machen wir kurz einen Quick Save. Ja, natürlich. Letzte Runde der Meisterschaft. Erste Herausforderung der letzten Runde. Diese Runde probiere ich jetzt mal noch hier. Oh, shit. Gorilla. Gegen so ein Viech haben wir doch schon mal gekämpft, oder nicht? Okay, hoffentlich kriegen wir das kaputt. Aua. Aua. Au, scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Klar will ich wieder meine Elektrowaffe haben. Oh scheiße, was ist denn das jetzt? Oh scheiße, scheiße, scheiße. Dieses Ding sollte uns vielleicht nicht treffen, dieser
Diese Insekten oder was das da sein sollen. Ich wollte doch die auf die Nummer 3 starten auf das Viech. Okay, gut, das ist jetzt schon tot. Okay, cool. Champion vom Mars können wir hier übrigens gewinnen. So, jetzt mache ich auch schon mal wieder die Elektrowaffe an, dass ich das nächste... Ah ne, die hatte ich ja an. Ach so, ich habe da... Und dann unser Dings hier, wie heißt es? Unsere Rüstung. So, und jetzt passt es. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal... Komm, machen wir noch eine Runde hier. Letzte Runde, zweite Herausforderung. Oh, Büffelkröte wieder. Nicht schon wieder. Aua, scheiße. Aua. Hallo, wie wär's mal, wenn meine Verbündeten mir helfen würden? Aua. Aua, shit. Ja, wenigstens ein bisschen Elektroschaden machen wir hier. Ist gar nicht so schlecht hier ab und zu mal mit unserem... Ah, shit. Mit unserem Elektroangriff. So, weil unsere Verbündeten sind halt so doof, gell? Oh shit, na Mann! Oh, aber der haut echt ordentlich rein, das gefällt mir. Hey! Nicht schlecht. Wow! Ja, wisst ihr was, liebe Leute? Den letzten Kampf machen wir im nächsten Part, da bin ich schon sehr gespannt. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr genervt von meinen kleinen... von meinem bisschen Reden so über das Studium und so. Aber weiß nicht, keine Ahnung. Hab gedacht, ich schwätze da mal mit euch so ein bisschen drüber. Genau, also. Genau, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann schaut unbedingt nochmal in den Upload-Plan, den ich bis jetzt dann auch editiert habe, sodass dann auch da alles passt. Und schaut in das Infovideo, wenn ihr nochmal Fragen zu dem Upload-Plan habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren mal fragen. Bis dahin, bis morgen dann schon wieder. Haut rein, ciao Leute.